Willkommen zurück zu Gothic. Nach einer langen Pause, tut mir leid. Aber hier ist der Orksklave. Und ich habe alle Teile für das Ulumulu. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Sag ich doch. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Wow, das war ja schnell. Nicht so wie der andere Typ, der ewig braucht für die Rüstung. Das Ulumulu ist ein Zeichen großer Stärke und Würde. Der Träger dieser Standarte hat vor Orks nichts zu befürchten. Schaden 30, 35, Stärke 30. Ist das jetzt eine Einhandwaffe oder eine Zweihandwaffe? Ich glaube, es ist oben bei den Zweihandsachen. Coole Sache. Damit habe ich ein Ulumulu und kann, was war das Ziel? Ach ja, richtig. Orkstadt war das Ziel, irgendwas war da. Muss ich nachgucken. Irgendwas in dem Schläfer. Ach ja, genau, der Schläfer irgendwie ist dort. Und genau den suche ich natürlich. Um hier rauszukommen. Richtig, darum ging's. Ja, warum gab's so lange keine Folge? Weil ich letzte Woche nicht zum Aufnehmen kam. Und dann halt meine Folgen. Ich produziere immer so ein paar Folgen auf einmal, aber gibt nur eine pro Tag frei. Und üblicherweise habe ich halt so viele Folgen, so bis zur nächsten Aufnahme, plus zwei, drei Tage ungefähr. Ich weiß nicht, was dazwischen kommt, damit ich einen Tag später aufnehmen kann oder so. Aber in dem Fall bin ich halt eben nicht dazu gekommen, später aufzunehmen, sondern halt gar nicht. Und deswegen... Hey Gorn! Genau, gab's dann halt eine Weile keine Folge. Tut mir leid. Ich werde versuchen, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt. Ich gelobe Besserung. Und genau, jetzt habe ich halt Ulumulu. Weg in den Schläfertempel. Zeig mir einen Weg. Genau, die Frage ist, wo finde ich den Schläfertempel? Steht das irgendwo? Unter der Orkstadt. Ja, yeah, genau. Unter der Orkstadt, das weiß ich. Aber wo ist die Orkstadt? Ist es hier? Nein. Da wird auch nichts drin sein. Der verbannte Orkschaman. Nein. Wo ist denn die Orkstadt? Das weiß ich gerade gar nicht. Naja, aber vielleicht wird mir das ja entweder der freundliche Ork bei der Ruine oder Xardas bestimmt sagen können. Vielleicht kann ich auch einen von den Magiern... Nee, plötzlich nicht die Magier, nicht die Wassermagier. Denn das kommt ja deren Ausbruchsplan mit dem Erzhaufen in den Weg. Glaube ich. Oder? War da nicht was? Keine Ahnung. Interessante Ork-Standarte, die du da hast. Hey, ich trag sie gar nicht. Sie von dem befreiten Ork-Sklaven in der Mine? Du siehst sie gar nicht. Das ist ein orkisches Symbol für Freundschaft. Ich will damit die Stadt der Orks betreten. Ich hoffe für dich, die Orks respektieren dieses Etwas. Na klar. Wie sieht's denn aus hier? Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Ja, ja. So lange werde ich es mir hier gemütlich machen. Ja, ja. Mach mal. Hey, hey. Das hatten wir ja schon. Bis später. Mehrfach. Kapitel 5. Die Hüter des Portals. Habe ich jetzt da was stehen? Nein. Gut. Was ich allerdings gerne hätte... ist meine Plattenrüstung, bevor ich da hingehe. Magie zu Ehren. Oder zumindest eine dickere Magierrüstung. Habe ich jetzt endlich... Ja, ich habe genug Lernpunkte für den vierten Kreis. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Die Zeit ist gekommen. Du bist würdig, die hohe Robe des Wassers zu tragen. Das hing also tatsächlich von meiner Stufe ab. Ich brauche eine Stufe 24 dafür. Interessant. Nämlich bin ich für den Kreis der Magie. Ich muss mal eben schauen. Mögest du in. Ob ich den Zauber des vierten Grades habe? Moment. Bevor ich das mache, ziehe ich erstmal. Was? Achso, ich hatte die gerade an. Okay. Damit habe ich 5 Schutz mehr vor Waffen.
5 mehr vom Pfeilen, 5 mehr vom Feuer und 5 mehr vom Magie. Naja, immerhin. 70 Schutz vor Waffen. Plus, was ich trage an Zeug, mit meinen 80 Schutz vor Waffen. So, ich habe hier Feuersturmkreis 4. Und ansonsten irgendwie nicht so, ne? Aber Feuersturm ist schon super. Vor allem 50 Schaden pro Mana. Was könnte ich denn sonst machen? Ich könnte meine Stärke noch ein bisschen leveln, aber irgendwie... Nee, komm. Wird Zeit, dass ich ein bisschen besser zaubern lerne. Magie zu Ehren. Also ich werde jetzt den 4. Kreis noch lernen. Ich bin bereit für den 4. der Kreise. Und dann meine Mana steigern. Du hast die ersten 3 Kreise durchschritten. Nun ist es an der Zeit, dass du die Geheimnisse der Magie kennenlernst. Die Magie der Runen ruht in ihrem Stein. Es sind magische Steine, gewonnen aus magischem Erz. Das gleiche Erz, das hier abgebaut wird. Dieses Erz wird in den Tempeln mit den Formeln der Magie versehen. Dort werden die Runen zu den Instrumenten unserer Macht geformt. Mit allen Runen, die du nun beherrschen kannst, steht dir das gesammelte Wissen der Tempel des Reiches zur Verfügung. Erkenne die Magie, dann wirst du das Geheimnis von Macht erkennen. Oh, das klang gerade so, als hätte ich alle Magie, aber nein, es gibt noch einen 5. Kreis und... Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja, ich glaube, es gibt sogar noch mehr oder so. 6, 7, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Hast du nicht was zu verkaufen? Nee, hast du nicht. Das war die Rüstung. Der da hat was zu verkaufen. Magie zu Ehren. Zeig mir deine Ware. Erz, bla bla, brauche ich nicht. Tränke. Tränke wären eine interessante Sache, aber davon habe ich schon ganz viel. Da will ich euch jetzt nicht nerven, dass ich hier viel wieder einkaufe. Da unten noch was? Nö. Okay, der hat nichts Gescheites für mich. Was bräuchte ich denn eigentlich? Wie viel Erz habe ich denn noch? 4000. 4000 Erz. Ja, das sollte eigentlich für eine Weile reichen. Allerdings... ich habe wie viel Mana noch? 5 Mana. Das reicht für einmal teleportieren. Das ist ein bisschen wenig. Zumal ich ja jetzt auch Feuersturm beherrsche und mit Magie ein bisschen kämpfen kann. Was habe ich denn da alles ausgewählt? Die 3 Teleports, logischerweise. Dann habe ich Eispfeil, der 20 Schaden macht, okay. Und den da nehme ich mal auf den 9, was soll's. So, wo ist der Typ, der die Rüstung machen wollte? Das ist der hier, oder? Mann, ich halte mich da lieber raus. Der hier müsste das sein. Genau der. Bin ich immer gespannt, welche Rüstung besser ist. Die Magierrobe oder die Minecrawler-Patrouille. Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden, diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen. Das heißt, die Rüstung ist fertig. Ja, Mann. Hier ist sie. Scheint tatsächlich noch härter zu sein als alles, was in unserem Lager so getragen wird. Danke, du hast was gut bei mir. Sehr gut. Ach, ist schon in Ordnung. Ich komme schon auf meine Kosten. Mal schauen, was du noch so hast. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Ja. Wow, ja, der hat viel Erz, bei dem kann ich mein Zeug in Geld verwandeln. Er hat auch viele Pfeile und Bolzen, interessant. Ansonsten... Nahkampf nicht so und für Fernkampf bin ich auch nicht wirklich gut ausgebildet. Das wird mir jetzt nicht so viel bringen, aber gut zu wissen, wenn ich mal Erz brauche, dass Wolf ganz viel davon hat und ich könnte jetzt ja eigentlich... Nee, komm, was soll's. Ist doch jetzt unnötig. Hab genug Erz. 4000 sollten reichen für das meiste. Was kann denn die Rüstung? 80 Schutz vor Waffen, ein bisschen mehr vor Pfeilen, aber dafür halt weniger vor Feuer und deutlich weniger vor Magie. Das heißt, ich werde die jetzt... Oh, die sieht cool aus. Ich werde die jetzt erstmal tragen, weil ich glaube, dass der meiste... Schutzwaffen 90. Dass der meiste Schaden, den ich kriege, von... physischer Schaden sein wird, von Monstern und so. Auf dem Weg zu der Orkstadt. Falls ich dann aber irgendwie so Feuerwaran oder so wieder begegne oder irgendwelchen magischen Wesen, dann werde ich natürlich auf die Wasserrobe wechseln. So, und was wollte ich machen? Ach ja, richtig. Ich wollte eine Runde schlafen. Bevor ich das tue,
werde ich mich aber, glaube ich, zu Xardas teleportieren mit dem letzten Mana und dort schlafen. Und ihn nochmal fragen, wo genau ich denn die Orkstadt finde. Die Frage ist nur, kann ich denn hier überhaupt schlafen bei Xardas? Hat der eine Schlafgelegenheit, die ich benutzen kann? Sieht gerade nämlich nicht so aus. Vielleicht war unten irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Aber ich schau mal oben. Ich dachte eigentlich, man könnte in Xardas Turm übernachten. Ich meine, es ist ja schon so eine Art Basis hier im Ork-Gebiet. Da drüben ist nix. Vielleicht unten, wenn ich runterspringe. Na gut, dann werde ich das wohl danach machen müssen, wenn ich wieder runterklettere. Jetzt ist erstmal die Folge vorbei und dann werde ich zuerst nächstes Mal mit Xardas reden und danach mich auf den Weg in die Orkstadt machen. Mit euch zusammen, hoffentlich. Genau, bis dahin. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.